Problem. Wieso? Was ist ein Problem? Also, es hat ihm noch nicht wach. Vivian ist tritt hat schon verschiedene Arten von Persönlichkeiten. Oh Gott. Überprüfen Sie mal Ihre Stimme. Ich Nein! verstehe Sie ganz schlecht. Ach, Herr Tobias, weniger Wein trinken, würde ich sagen. Schreiben Sie mal auf das Schild hier, was Sie wollen. Wie soll ich das verstehen? Eine andere Persönlichkeit? Habe ich gerade schon erklärt. Okay. Was haben Sie mit Fräulein Vivian gemacht? Und sie kann sich an niemanden erinnern. Wir mussten uns gerade alle neu vorstellen. Sie weiß nicht mehr, wer Ramon ist. Und sie ist jetzt eine Wissenschaftlerin, gerade einmal schon zweimal gewesen. Kommen Sie mir bitte nicht zu nahe, ansonsten Wegen der Kugel, setze ich die er hat. meine Magie gegen Sie ein. Sie kennen doch diese rote Kugel, die er hat, ne? Ja. Die hat er irgendwie ihr gegeben, dann hat sie ihm die zurückgegeben und dann ist das passiert. Also, wenn Sie auf meinem Grundstück noch mal jemanden hauen, lasse ich Sie festnehmen. Dann würde ich wohl mal sagen, dass die Blutmagie ab sofort offiziell verboten ist, wenn man damit Persönlichkeiten von anderen ändern kann. Kommen Sie mir nicht zu nah. Und deswegen, ja, sie war schon eine Katze. Sogar. Und ein Stein. Dann würde ich sagen, sehen Sie zu, dass Sie Frau Vivian heilen und danach wird die Habe ich Blut. schon versucht. Selbst durch Olivenöl bekommt sie andere Persönlichkeiten jetzt neuerdings. Dann wird die Blutmagie jetzt hier offiziell verboten, wenn die so gefährlich Sprich. ist. Und vor allem bei einem Werwolf. Sprich, irgendwie so ein Schlangengift gemischt mit Olivenöl haben wir ihr gegeben, in der Hoffnung, dass es irgendwie sich kuriert. Also. Und dann hat sie eine Können Sie mal andere kurz aufhören zu Persönlichkeit reden? Ich bekommen. versuche gerade den Sachverhalt zu klären, okay? Mach Also, das. ich habe dem Herrn, also sie hat, bevor wir das gemacht haben, hat sie irgendwas gebrabbelt, dass sie mal von einer Schlange gebissen wurde, die für gespaltene Persönlichkeiten sorgt. Und dann habe ich ihr die Blutkugel gegeben, was ihr Blut aussaugt, also auch Gift auf den Körper. Und damit ist sie wieder sozusagen zur Wissenschaftlerin Vivien geworden, zu der normalen Vivien. Das Blut wird ihr ausgesaugt und immer wenn wir ihr neues Gift geben, wird sie zu einer neuen Persönlichkeit. Theoretisch habe ich sie geheilt, aber das ungewollt, weil ich nicht wusste, dass sie dadurch wieder zu normalen Vivien wird, zu Wissenschaftler Vivien. Erstens ungewollt und zweitens haben wir jetzt ein Problem. Ja, ich weiß. Und eigentlich war das eine totale Heilung und nichts Schlimmes. Sie wurde dadurch vom Schlangengift getrennt. Soweit ich weiß, kann man Blutmagie niemanden heilen. Nein. Die Blutmagie saugt ja Blut aus und damit auch Gift aus Ja. dem Körper. Gift, das im Blut ist. Und das Gift hat für Kann ja gar eine nicht andere sein. Persönlichkeit Also gesorgt. Blutmagie, die ich kenne, verwendet nur Blut und nichts, was mit Blut in Berührung gekommen ist. Ja, die hat. Das heißt, das Gift bleibt weiter im Körper. Ja, deswegen ergibt es ja auch keinen Sinn. Sie hat gesagt, dass Wenn Sie mir sie. jetzt nochmal zu nahe kommen, dann hau ich Entschuldigung. Sie und dann haben Sie aber hier ein dickes Problem mit meinem Sie hat Hund. gesagt, dass sie von einer. Die Wissenschaftlerin hat gesagt, die Wissenschaftlerin hat gesagt, ich wurde von einer Schlange gebissen und kann mich an nichts mehr erinnern. Und als sie die Blutkugel gegeben hat, wurde sie wieder zu Wissenschaftlerin. Also praktisch die Vivian, die ihr, beziehungsweise, weil ich habe sie ja davon noch nicht kennengelernt gehabt, Dann die wurde sie wieder ihr zu. und Dann wurde Ramon sie wieder. kennt, Dann wurde sie zur. ist futsch. Ja, die wir kennen, ist weg. Wegen ihm. Wegen mir? Ich wusste nicht, dass sie einen Schlangen gibt in ihrem Körper hat. Was Warum sie. benutzen Sie Blutmagie gegen andere? Nein, ich Er habe hat es nicht gefragt, ob Herr benutzt, er Melvin wollte Blut nur spenden Blut möchte. spenden. Hat er ja gesagt. Und sie Ja. wollte auch Blut spenden. Dann hat Melvin ihr die zugeworfen, die Kugel, und die hat sich Blut abgezogen. Und dadurch ist sie gedingens. Haben Sie nicht selber genug Blut, was Sie nehmen Ich können? brauche Müssen das Sie Blut. die Dorf- oder Stadtbewohner fragen? Melvin hat gesagt, ja, okay, mache ich gerne. Den Sie Herrn können. Melvin lassen wir jetzt mal außen vor. Dass der genug Ja, Blut hat, ist dann hat normal. Der tötet die Vivian ganze Zeit gefragt. Hunter und frisst die auf. Ja, mit Vivian hat Ja, dann gesagt, gut. ich will auch. Dann hat Melvin ihr die Blutkugel zugeworfen.
Und dann hat sie das Blut ausgesaugt, ist in ihr Haus gerannt und wurde dann wieder zur, Wissenschaftler. Keine Ahnung, Wissenschaftlerin. Die Versuchsexperimente, jede Person, selbst die Hunter fragt, ob sie Versuchsexperimente für sie sein wollen. Ja. Also ich weiß zwar nicht, wie die, sie kennen, die Vivian drauf war. Also es kann nur einer reden. Also ja, ich versuch mal was zu klären. Also, wir verbieten, dass ich von anderen Stadtbewohnern das Blut abzapfe und nur mein eigenes benutze. Wir sollten trotzdem versuchen, die alte Vivian wieder zu kriegen. Also ich werde das auch auf der Gesetzestafel so festhalten, dass Blut von anderen definitiv verboten wird. Okay. Bei dem Thema Blutmagie, da werde ich mich auf jeden Fall noch mit gewissen Leuten auseinandersetzen, ob dies nicht offiziell verboten wird in der Stadt. Okay. Und sehen Sie zu, dass Sie Frau Vivian heilen. Also ich will die alte Frau. Also eigentlich ist sie geheilt, weil früher war sie anscheinend eine Wissenschaftlerin. Nein, für mich ist die alte Frau Vivian, so wie sie hier aufgetaucht ist, die Geheilte. Also ich weiß nicht, ob ich das, diese Last auf mich nehmen kann, eine unschuldige Wissenschaftlerin zu vergiften und zu einer zu machen, an die sie sich nicht erinnert. Das tun sie aber besser, wenn sie nicht wollen, dass Herr Ramon ihnen den Kopf abreißt. Ich möchte diese Frau, dieses Fräulein Vivian wiederhaben, was ich kennengelernt habe und kein neues haben. Das geht nicht darum, was sie möchte, sondern was Frau Vivian will. Die Sache ist, werden sie es nicht tun, wird Herr Ramon höchstpersönlich dafür sorgen, dass sie nie wieder einen Fuß in diese Welt setzen können. Also, ich unterstütze den Herrn Ramon dann sogar. Dann kann es sein, dass man sie nur einmal ins Gerichtsgebäude reingehen sieht und man sieht sie nie wieder rauskommen. Ich versuche das zu regeln. Dann machen Sie das. Ihnen gestatten, Ihnen versuchen dabei zu helfen. Nein. Da scheinbar das Olivenöl irgendwie hilft. Dann muss er das von Ihnen kaufen, aber Sie unterstützen ihn nicht. Okay. Soll er sich von dem Herrn Obermagier Unterstützung holen? Der kennt sich ja mit Blut aus. Ach. Das stimmt absolut nicht. Er kennt sich nur mit Blutmagie aus. Ich habe ja nicht gesagt, dass er sich mit Blutmagie auskennt. Ich habe nur gesagt, er kennt sich mit Blut aus. Ja, aber mir hilft er absolut nicht. Ich brauche jemanden, der mir das Olivenöl besorgen kann. Ich. Das wären dann der Herr Tobias und ich, weil ich baue die Pflanzen an und der Herr Tobias verarbeitet diese. Wieso wurde ich jetzt ab? Wofür, du bleibst drinne. Jetzt ist der Arsch hier drin. Ey, ernsthaft? So. Ich schwöre, 100% kein Werfen, der hätte mich trotzdem angegriffen. Ja, weil sie den anderen hier gehauen haben, der die Kugel hatte. Ja, dann sehen sie zu, dass das gerade biegen. Ja. Ich werde ihnen, dann können sie ja bei mir das Olivenöl kaufen. Das mache ich dann. Ich werde mich dann nochmal mit Herrn Tyrox unterhalten, mit Herrn Ramon. Herr Ramon. Und, auf jeden Fall. Ja, okay. Ihre Kartoffel ist übrigens witzig. Lassen Sie meine Kartoffel in Ruhe. Ich spiele auch nie mit Ihrer Möhre rum. Meine Kartoffel. Die hat der Herr Olaf mir gezaubert. Okay. Nein, das weiß ich leider nicht. Der ist wahrscheinlich in dem Tiefschlaf gefallen. Wie geht's eigentlich mit dem Herrn Darko seinem, wie soll ich sagen, Flussschleudertraining voran? Der trainiert ihn? Er passt eher darauf auf, dass ich keine, dass ich niemanden hier angreife. Okay. Er trainiert ihn? Nein, naja, genau das tut er ja nicht. Wenn der Herr da war ich ja selbst ein besserer Trainer zu ihm. Zu mächtig wird, dann ich hab hier was. Damit habe ich heute schon allein wieder 5 oder 6 Hunde getötet. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, wie ich die alte Wissen zu bringen. War da ja sogar ein Blutkugel. Oder das alte Schlangengift von ihrer alten Persönlichkeit in diese Trankflasche hier reingefüllt. Mhm. Also ich leg mich mal kurz schlafen. Ja. Vielleicht auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht kann ich ihnen ja helfen. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Ja, ein mächtiger Zauberer. Ja, dann sehen Sie zu. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja.
So, wo hat sich jetzt der Tobias hingelegt? Mann. Au. Keiner was gekauft. Das ist schade. Ey. Ach, Mann. Nur Probleme in dieser Stadt. So. Da ist schon wieder so ein Vieh. Heißt die. Star Dancer, Taylor, drop my love is a fire.